Ich habe mit ein paar Banditen über die verfluchte Spukmine gesprochen. Angeblich wurden ein paar Dahlberg-Leute verschüttet. Doch Stanton Dahl ließ die Mine versiegeln, statt sie zu retten. Kein Bandit hat sich seitdem hineingetraut. Bring mir was Hübsches mit! Wenn du in diese Mine gehst, Raider, bringst du das Fass zum Überlaufen. Ich warne dich, lass es sein. Oh, ich bring doch gerne Fässer zum Überlaufen. Okay, der hat nichts mitgekriegt davon. Oh, das war ein Fehler. Ich werde dich begraben. Schütz in Stellung gebracht. Der Eingang zu meinem Labor befindet sich am Ende der Mine. Folge einfach dem Video umkehren, Spieler. Und keine Sorge, diese verschütteten Bergleute sind schon vor Jahrzehnten auf grauenvolle Weise umgekommen. Boom, verflucht und es spukt. Ich weiß es. Okay. Große Turbine, großer Bohrer. Granate. Beide fallen um. Das ist schön. Sekunde. Ich aktiviere den Aufzug zum Labor. Ja, ich mach kurz die Blockchains an. 191 hat viele gute Leute verloren, nachdem Dahl uns da unten unserem Schicksal überlassen hat. Da wurde mir klar, dass wir selbst Hand anlegen müssen, wenn Pandora unser Paradies werden soll. Das nimmt mir niemand. Und jetzt ist es Zeit für den Genie-Streich. Crypto-Coin! Darf er mich ein paar? Ich sie nenne Bakery Wafer! Und wenn du schon mal da unten bist, solltest du auf diese fiesen Spider-Rans aufpassen. Die spielen Dark Webs. Wenn du nicht vorsichtig bist, kriegen sie dich. Ja. Zerstöre das Dark Web. Also wenn schon, denn schon, ja? Okay. Das Dark Web zerstören. Oh, wait. Echoreo werfe ab. Natürlich wirst du mich bei der ersten Gelegenheit bescheißen. Ja. Oh, kaputt, kaputt, kaputt. Nix kaputt. Schade. Nun denn. Die nächsten da. Die Tabelle!
Ja, jetzt fehlen bloß noch zwei hier. Ich irgendwie hier finden muss. Natürlich kommt jetzt noch was Großes. Wirklich erstaunlich. Ich muss hier wieder raus. Da drüben. Genau, hier ist das Mining. Da vorne sind die Blockchains. Das ist gut. In dem Fall Munition aus. Nun den Wohlan, lasst uns. Ach, ich gebe das direkt bei ihm ab. Bin ich mich danach voll auf die Rettung von Mordecai konzentrieren kann. Jetzt schon ein bisschen schwierig ist. Nicht durch. Hier komme ich durch. So, dalle. Aua. Überleben. Hey, Claptrap. Jetzt doch noch mal hier hin. Na dann. Was ist das jetzt? Wir haben die Bösewichte schon gereicht, bevor auch noch Albtraumpflanzen aus ihnen herauswuchsen. Mir auch. Tja, Untertan, wir haben den Olymp der Götter des Reichtums bestiegen. Aber deine unstillbare Gier hat uns zu dicht an die Sonne gebracht. Meine Gier? Du hast es doch überhaupt erfunden. Egal.
Okay, weiter. Der Preis des Fortschritts. Hm. Ist die denn gerade vom Kopf geflogen? Sei es drum. Warum habe ich da eigentlich einen. Okay. Arbeite sie zu Hackfleisch. Warte mal. So, weiter geht's hier rein und mit dem anderen Questbogen. Viel habe ich jetzt nicht mehr in Quests, ne? Kann nochmal Token erlösen. Für Schildladungsbezüglung. Und dann Quests habe ich hier auch nur noch der Preis des Fortschritts. Diese Autogun muss man einfach lieben. Ja, muss man. Ja, und demnächst werde ich mal wieder im Livestream auf deiner Plattform Borderlands rumhantieren. Jetzt aber erstmal alleine, um die Geschichte mitzubekommen. Bring mir die Blutprobe, damit ich das Gegenmittel herstellen kann. Ich freue mich schon, mal wieder ein menschliches Gesicht zu sehen. Das glaube ich gerne. Ja, wenn ich das im Stream spiele, dann halt mit anderen zusammen, die mich nicht kennen. Und hier halt Singleplayer, um die Geschichte zu erfahren. Und ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Ich gebe nochmal ein paar Waffen ab, und zwar Pistolen und Sniper-Gewehre. Seit Ende. Und. Ach, da oben dreht sich was. Alles klar. Sammeln wir hier nochmal ein, was rumliegt. Und hauptsächlich Munition. Hier unten ist ein Questgeber wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Du hast eines von Colonel Hectors Echos gefunden. Hör es dir an, mal sehen, ob du etwas über Pandoras Wurzeln herausfindest. Hier spricht Colonel Hector von der DAL 191. Die Unternehmensführung hat unsere Mühen anerkannt und uns eine Rückzugsstellung abseits des Kampfgeschehens versprochen. Heute habe ich die Position unseres neuen Postens erfahren. Die Bosse sagen, es sei ein Paradies. Der Planet heißt Pandora. Klingt nett. Okay. Haben wir jetzt die schöne Nebenquest herauszufinden, was hier so abging. Oder warum er überhaupt hier ist. Oh. So, ups. Eigentlich wollte ich ja meinen Geschützturm ausfahren. Nur den. Ja. Ich hab den Falschschlüssel gedrückt.
Gott, schon bin ich tot. Irgendwie nix. Nun gut. Ja, mit dem Loot. Und zweiter Anlauf. Oh, ging so. Kann ich nicht empfehlen. So, jetzt habe ich die richtige Taste. Sani braucht Sanität. So. Das war jetzt nicht gut. Wo komme ich denn hier runter? Ach, sieht das schön aus hier draußen. War das jetzt auf mich gemünzt oder war das auf dem Spiel? Gegner. Ich sammle auf alles, was hier ist. So, irgendwas hat hier gerade lustig ausgesehen. Aber auch nur, weil es eine Kreissäge war. Da ist ein Schockbehälter. Und hier geht's runter. Justus Keck, saugender Verräter. Du hättest deinen Platz im Paradies haben können, aber bei Neu-Pandora ist kein Platz für Feiglinge. Mal sehen, wie lange du den Atem anhalten kannst. Nein! Dieser Wahnsinnige pumpt das Gas direkt in die Anlage. Ich kann das verhindern. Sekunde. Eindämmungsfehler. Ja. Notsperrung gestartet. Da. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ein Großteil der Anlage sollte noch sicher sein. Komm zu mir, Kammerjäger. Ja, hatte ich vor. Kontamination abgeschlossen. Ja. Schiff in Stellung gebracht. Ja.
schicke noch ein bisschen auf seinen Kollegen rum. Bevor ich dann auftauche. Ihn fertig machen. Infizierte Sprosse. Noch eine. Wenn hier keiner mehr ist. Oh, das zweite Echo finden. Wir haben Pandora fast erreicht. Ich vermisse die Aufregung im Kampf, das Flutbeckenmassaker auf Junpei 7, wie wir die Arschlöcher auf Eden 6 bei Skala Myrte zurückgedrängt haben. Aber es ist das Beste für meine Männer. Die glücklichen Bastarde schwärmen ständig vom Paradies. Grüne Hügel, trinkbares Wasser, nicht von Krallen zerfleischt zu werden. Ich fange fast schon selbst an, daran zu glauben. Pandora, wir kommen. Okay, warum zeigst du mir jetzt an, dass der nächste da oben ist? Weil wahrscheinlich der nächste da oben ist. Aber wie komme ich da oben jetzt hin? Achso. Lustig aus, Pancakes. Und noch Pancakes, oder? Property of 11. Ja. Hier ist eine Leiter. Und das zweite Symbol. Okay, es ist deutlich höher. Na dann weiter. Hier ging es auch weiter, oder? Nee. Geht's denn jetzt hier raus? Sieht so grün aus hier. Hier die Treppe wieder hoch. Okay. Und hier ist Leiter die Treppe. Einmal hier oben lang. Und dann sagt er mir, dass sie noch höher ist. Ja, da oben. Dankeschön. Hm?
Das schaffe ich nicht. Geht's wieder raus, da geht's runter in den Tod und muss eigentlich hier durch. Pfeil sagt hier lang. Und hier nochmal hoch. Aber auch nicht so weit. Okay, ich gebe es auf. Ich gehe mal auf die andere Mission. Preis des Fortschritts. Der geht nämlich auch in diese Richtung. Nach unten. Da komme ich nicht durch. Was? Da. Hüpfen.